Ich erteile das Wort Kollegen Ruprecht, Polens, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren über zwei Anträge aus den Oppositionsfraktionen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Wir haben gerade von Herrn Gysi gehört, dass die Fraktion Die Linke und der Antrag ist genauso wie seine Rede im Grunde antiamerikanische Reflexe abarbeitet, kein Wort zur Bedrohung durch den Iran verliert. Das wird mit so einer Bewegung, Herr Gysi, abgetan. Ich kann mich an Ihre Milosevic-Apologien noch erinnern. Das war nicht viel anderes, was Sie hier gerade geliefert haben. Und ich möchte nur darauf hinweisen, weil ja nicht vielleicht jeder Ihren Antrag liest. Sie lehnen im Antrag sogar jegliche Sanktionen gegen Iran ab, also alle Möglichkeiten, auch gegen den Willen des Iran, mit einem gewissen Druck etwas zu erreichen, lehnt die Linke ab. Einen besseren Weg zum Misserfolg kann man sich nicht vorstellen. Ganz anders der Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, beschreibt er die Politik der Bundesregierungen, denn wir sind in einer Kontinuität der Iran-Politik. Und er ist aus meiner Sicht auch eine gute Grundlage, diese Iran-Politik auch in Zukunft in einer breiteren Übereinstimmung auch vom Parlament aus zu begleiten. Was ist die Rolle der Bundesregierungen? Ich sage ausdrücklich, hier gibt es eine Kontinuität in der Politik. Wir setzen auf eine diplomatische Lösung. Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, hat klar gesagt, ich schließe eine militärische Lösung aus. Ich will eine Verhandlungslösung, und zwar einfach deshalb, weil natürlich eine militärische Lösung keine Lösung wäre. Und wir haben daran gearbeitet, internationale Geschlossenheit zu erreichen. Es ist eine UN-Sicherheitsresolution entstanden, der China, Russland, die USA und die Europäer zugestimmt haben. Das ist nicht von alleine gekommen. Das waren auch Anstrengungen der Bundesregierung, die dazu geführt haben. Und ich möchte auch in Anspruch nehmen für die deutsche Politik, wir haben auch Veränderungen im amerikanischen Politikansatz bewirkt. Denn die Amerikaner waren am Anfang noch gar nicht bereit, auch auf das zweite Gleis unserer Politik etwas zu legen, nämlich dort, wo wir Verhandlungs- und Kooperationsangebote gemacht haben. Die Amerikaner hatten früher nur auf Druck gesetzt. Sie sind jetzt auch bereit, sozusagen mit Angeboten den Iran davon zu überzeugen, von seinem Weg abzulassen. Und diese Veränderung in der Politik der USA, übrigens, Herr Gysi, heute zitiert die Süddeutsche Zeitung, vielleicht auch dann zu Ihrer Beunruhigung, damit Sie sich nicht länger gegen virtuelle Albträume verteidigen, den amerikanischen obersten General Peter Pace, der schließt einen Angriff auf den Iran kategorisch aus, so die Süddeutsche Zeitung von heute. Also malen Sie hier keine virtuellen Papiertiger an die Wand, nur um dann umso heftiger drauf einprügeln zu können. Was ist die amerikanische Politik, auch das möchte ich an dieser Stelle gerne sagen, macht ja in diesen Tagen einen weiteren bedeutenden Schritt in die Richtung, die Baker Hamilton empfohlen hat und die wir auch gerne ausweislich auch unsere letzten Debatten gesehen hätten, vielleicht schon ein bisschen eher. Jetzt kommt sie. Sie werden teilnehmen an zwei Irak-Konferenzen, wo die Nachbarn alle teilnehmen, auch Syrien, auch der Iran. Und ich kann nur hoffen, dass in den Kaffeepausen auch noch über andere Dinge gesprochen wird, als nur über die Fragen, die unmittelbar den Irak betreffen. Wie sieht unser Lösungsansatz aus? Wir wollen ein zweigleisiges Vorgehen. Wir wollen auf der einen Seite natürlich einen allmählichen Druckaufbau, aber maßvoll, verhältnismäßig, genau gezielt und, was wichtig ist, auch reversibel. Und wir wollen zweitens, und das liegt weiter auf dem Tisch, mit einem Verhandlungs- und Kooperationsangebot Iran einladen, seine Wirtschaft zu entwickeln, die Technologie voranzubringen, auch eine Energiepartnerschaft mit Europa einzugehen. Und auch auf dem Gebiet der Kernenergie haben wir Kooperationen angeboten, weil natürlich die Nutzung der Kernenergie aus der iranischen Sicht eine wichtige Ressource ist, die sie in der Zukunft nutzen wollen. Aber der Iran muss wählen. Er muss wählen, ob er das Kooperationsangebot annimmt oder ob er, und das ist im Moment leider noch der Fall, durch Ablehnung der Forderungen, die die internationale Staatengemeinschaft an ihn gerichtet hat, den Weg in die Selbstisolierung weiter fortsetzt. Und jetzt ein Wort zur Gefährlichkeit der Krise, Herr Gysi. Und die liegt in ganz anderen Punkten, als Sie sie angesprochen haben.
eben weil es keine Klarheit über das iranische Nuklearprogramm gibt. Und weil wir beobachten müssen, wie der Iran eine Raketenrüstung betreibt mit immer weiterreichenden Raketen. Herr Kollege, Länder, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Pech von der Fraktion Die Linke. Herr Kollege Polenz, es ist Ihre ständige Redensart ja, dass man den Druck erhöhen muss, dass man Sanktionen maßvoll, verhältnismäßig. Sie werden wissen aus der Vergangenheit, dass auch auf diese Sanktionen, die jetzt zum zweiten Mal beraten werden, der Iran nicht reagieren wird, weil er keinen Anlass dazu sieht. Dann kommen die dritten Sanktionen, die vierten. Wann sind Sie bereit, auszusteigen, damit es nicht zu den letzten Sanktionen kommt, die dann zweifelsohne militärisch sein müssen, was die Amerikaner dann verlangen? Herr Pech, ich habe ja viel übrig für Schachspielen und für die Versuche, sozusagen erste, zweite, dritte und fünfte Züge vorauszudenken. Aber Sie haben übersehen, dass bereits nach dem ersten Zug, oder vielleicht war es in der Auseinandersetzung der fünfte oder sechste, nämlich die letzte Sicherheitsratsresolution, die einstimmig ergangen ist, im Iran sehr wohl Reaktionen zu beobachten sind, die so nicht unbedingt zu erwarten waren und die Sie ausweislich Ihrer Zwischenfrage schon gar nicht erwartet hätten. Es gibt jetzt eine offene Kritik aus den zugelassenen iranischen Fraktionen und Parteien an der iranischen Nuklearpolitik. Die Frage wird offen diskutiert, ob der Weg, den die iranische Regierung hier eingeschlagen hat, weitergegangen werden soll, ob man ihn korrigieren soll. Und natürlich merkt auch die Bevölkerung mittlerweile, dass der iranische Präsident Ahmadinejad diesen Konflikt, auch seine Rhetorik in diesem Konflikt, immer wieder einsetzt, um sie zu vertrösten, wenn sie ihn nach der Erfüllung seiner Wahlversprechen fragen. Und wenn sie ihn fragen, warum die Tomatenpreise steigen. Und wenn sie ihn fragen, warum immer noch die Arbeitslosigkeit so hoch ist. Das ist das Problem, vor dem die iranische Gesellschaft tatsächlich steht und immer mehr Iraner erkennen, dass die Politik ihrer Regierung zur Lösung dieser Fragen, die ihnen auf den Nägeln brennen, nichts, aber auch gar nichts leistet, dass aber dazu sehr wohl ein Eingehen auf das westliche Kooperationsangebot geeignet wäre. Und ich bin ganz sicher, wenn wir mit Geduld und Festigkeit diese doppelte Strategie weiter fortsetzen, auf der einen Seite, wie ich es gesagt habe, den Druck, und das muss jetzt sicherlich kommen, nachdem die erste Resolution nicht eine Beachtung gefunden hat, den Druck maßvoll erhöhen, wiederum geschlossen, wiederum mit Russland, wiederum mit China. Das war das, was die Iraner am meisten überrascht hat. Und dass man auf der anderen Seite natürlich gleichzeitig deutlich machen wird, das Kooperationsangebot liegt auf dem Tisch und vor dem Hintergrund der beiden Konferenzen im Irak ist auch klar, dass der Weg, wenn er Richtung Kooperation beschrieben wird, hingehen kann zu Sicherheitsvereinbarungen. Und dann sind wir in einer Bewegung, die ähnlich wie bei den Nordkorea-Gesprächen auch zu einer Lösung führen könnte, wie das ja auch in dem Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, der wirklich um Welten sich von Ihrem unterscheidet, aufgezeichnet worden ist. So, noch mal zur Krise in der Region. Der Kollege Pech will noch mal nachfragen, wenn Sie es erlauben. Kann ich länger reden. Sie haben mir zwar erklärt Ihren Optimismus in die Wirksamkeit Ihrer Sanktionsspirale, aber Sie haben mir nicht darauf geantwortet, wann werden Sie aussteigen, wenn diese Ihre Hoffnungen nicht erfüllt werden. Und da verweise ich auf die vergangenen Erfahrungen, denn das wird einmal dazu kommen. Sind Sie bereit, dann auszusteigen und wann wird das sein? Lieber Herr Pech, ich komme noch mal auf das Bild vom Schachspiel zurück. Ich bin kein besonders guter Schachspieler, aber ich würde wahrscheinlich jede Partie gewinnen, wenn mir mein Gegenüber seinen jeweils nächsten Zug, den er überlegt, verraten würde. So, jetzt zu der Gefährlichkeit der Krise. Iran betreibt ein Hegemoniestreben in der Region. Nach dem Sturz Saddam Husseins und dem Sturz der Taliban in Afghanistan versucht er, die schiitische Mehrheit im Irak, die Hisbollah im Libanon, für dieses Bestreben zu nutzen. Er gießt auch, Herr Gysi, und dann wirkt das, was Sie da so aus dem Ärmel zu den Sicherheitsgarantien für Israel gesagt haben, schon ein bisschen hohl. Er gießt auch ständig Feuer in den Nahostkonflikt. Alle Welt
sagt, wenn es eine Lösung gibt, ist es eine Zwei-Staaten-Lösung mit einer Ausnahme. Iran sagt, ein Staat und da sollen alle entscheiden, die da jetzt wohnen. Und das würde natürlich das Ende von Israel und das Ende eines jüdischen Staates bedeuten. Kein Wort von Ihnen dazu. Kein Wort von Ihnen dazu, dass der Iran Hamas, Islam und islamischen Dschihad unterstützt. Kein Wort zur Holocaust-Konferenz und zur Rhetorik Ahmadinejads haben Sie mehr oder weniger gesagt, das sei ja so schlimm und da seien wir uns alle einig, das müsse man gar nicht näher kritisieren. Ahmadinejad hat heute, Herr Gysi, Sie hätten sogar Anlass gehabt, eine Bemerkung von ihm zu kommentieren, die er heute gesagt hat. Er hat heute die Zionisten sozusagen als Verkörperung des Satans bezeichnet. Also er legt sozusagen ständig nach. Und das alles vor dem Hintergrund des Hegemoniestrebens und der Rüstungsanstrengungen. Wir haben in der Region inzwischen, und wenn Sie mit Jordanien, Ägyptern, den Emiraten und Saudi-Arabien reden, die Sorge vor einem schiitischen Halbmond, auch wegen der schiitischen Minderheiten in manchen arabischen Staaten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der die Sache so gefährlich macht. Wenn wir nicht wissen, was Iran im Schilde führt, die Länder der Region wissen es auch nicht. Die stehen vor der Frage, sollen wir so lange warten, bis wir Gewissheit haben und wie damals Pakistan und Indien sich dann sozusagen gegenseitig überrascht oder relativ gleichgezogen haben mit den ersten Nukleartests? Oder verlassen wir uns darauf, dass die Anstrengungen irgendwie doch noch dazu führen, dass das iranische Programm friedlich bleibt? Das heißt, wir sind schon jetzt in einer potenziellen Situation, wo ein atomares Wettrüsten in der Region einsetzen kann. Und da sagen Sie aber keine Sanktionen und wir warten mal. Ja, ja, Sie haben auch gesagt, keine Sanktionen, Herr Gysi. Es geht um eine diplomatische Lösung und diese diplomatische Lösung muss natürlich die legitimen Interessen des Iran in einer fairen Weise berücksichtigen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch auf der Anerkennung internationalen Rechts bestehen, Herr Gysi. Und internationales Recht ist die Sicherheitsratsresolution 1737 mit den ganz klaren Forderungen der internationalen Staatengemeinschaft an den Iran. Und es geht natürlich auch um Gesichtswahrung, selbstverständlich auch für den Iran, aber auch für die internationale Gemeinschaft. Die kann auch nicht so tun, als hätte sie die Resolution nicht beschlossen. Und von daher ist die Frage, wie es jetzt weitergeht. Wir werden eine neue Resolution des Sicherheitsrats, denke ich, in absehbarer Zeit bekommen, die die Sanktionen maßvoll an der einen oder anderen Stelle, aber in gleicher Weise zielgerichtet verstärken wird. Und wir werden auch eine Bekräftigung des Angebots auf Kooperation bekommen. Und das vor dem Hintergrund der jetzt in Aussicht genommenen Irak-Konferenz, wo auch die Vereinigten Staaten mit am Tisch sitzen, gemeinsam mit Teheran und mit Damaskus. Das kann in der Tat ein Ansatz werden, wenn er nicht noch von Extremisten torpediert wird. Das muss man gerade im Hinblick auf diese Irak-Konferenzen immer noch etwas im Hintergrund haben. Also man kann erst aufatmen, wenn sie tatsächlich im Gange sind, wo wir wirklich eine Chance haben, die Gefährlichkeit dieser Krise Schritt für Schritt zu entschärfen. Aber das tun wir, indem wir rhetorisch abrüsten. Und das bedeutet auch die Forderung an rhetorische Abrüstung an alle Seiten. Aber ich muss nach dem Beitrag von Herrn Gysi hinzufügen, dieser Appell gilt auch an einige Kollegen hier im Hohen Haus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.